Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Aktuell bekomme ich super viele Nachrichten, die da lauten: Hey Maxim, aktuell wird Jin mit Rageblade gezockt. Was ist denn da los? Naja, und ich bin für solche Hinweise auf jeden Fall dankbar, habe mich auf Probits umgeschaut und festgestellt, holy shit, da ist ja einfach der Jin massenweise mit dem Rageblade am Start und wir werden heute einen Blick drauf werfen, lohnt sich der ganze Shit überhaupt? Denn Rageblade ist ja zunächst ein Gegenstand, der nicht nur am Anfang ziemlich schlechte Stats gibt, na, das Item wurde ja verändert, das ist nur billiger und hat nur bezogen auf den On-Dot-Effekt ein gewisses Scaling und gibt statt festen Werte prozentuale Werte. Und Jin ist natürlich ein Typ, wo man sagen kann, ja, AP und AD kann der gut verwerten, aber On-Hit? Seien wir ehrlich, Jin ist der schlechteste On-Hit-Champion. Neben Graves. Wahrscheinlich sieht sogar Graves besser aus als er. Und nun stellt sich die Frage, warum machen denn das die Leute und wie machen sie es vor allen Dingen? Schauen wir uns dazu das Rageblade aber näher an, denn nach wie vor ist es ein Gegenstand, der kosteneffizienter nicht sein kann. Rageblade ist einfach schlichtweg insane, gerade wenn du damit anfängst, Stacks zu sammeln. Und besonders interessant bezogen auf die Kosteneffizienz wird es dann, wenn man halt schaut, okay, wie ist denn das Scaling und was passiert, wenn ich bestimmte AD-Werte erreiche? Denn dann geht die Kosten- bzw. die Goldeffizienz in die übelste Höhe. Und das Ganze wird natürlich gewertet in pro 100 AD. Ja, das ist auch relativ fein, aber Jin, sagen wir mal so, Jin ist ein sehr, sehr spezieller Charakter. Denn er ist einer der ADCs, die mit Abstand den höchsten AD-Wert im Game bekommen, okay? Das hat er von Natur aus, denn er hat quasi eine Tick-Speed und Crit-Scaling. Das Ganze multipliziert sich quasi bezogen auf seine AD hoch und er kommt auf retardete Werte, okay? Das Ganze muss man Jin zugutehalten. Er kann nichts mit On-Hit anfangen, On-Hit ist terrible. Aber bezogen auf den rohen AD-Wert ist das Rageblade absolut insane und das ist natürlich einer der Hauptgründe, hätte es gedacht. Das heißt, ein normaler Jin-Spieler braucht so Infinity Edge Rapid Fire, beziehungsweise es gibt noch die Hardcore-Variante mit Essence Reaver, Infinity Edge und dem Rapid Fire. Na, damit hast du einen sehr hohen AD-Wert, kommst du so auf 400, 500 und bist in der Lage, wirklich abartigen Schaden am Gegner anzurichten. Der Vergleich, worauf ihr wahrscheinlich wartet, ist aber, was passiert, wenn man eines dieser Items ersetzt, na, durch das besagte Rageblade. Tja, und hier muss man dazu sagen, dass das Rageblade sehr, sehr gut dasteht. Bei League of Grabs kann man auch sehen, dass die Item-Builds auch unterschiedliche Winrates haben, also das Rageblade ist da erstmal an sich gut dabei. Auch bezogen auf den AD-Wert kann man sagen, dass das Rageblade ab 3-4 Stacks das alte Item-Build oder das klassische Item-Bild einholt. 4 Stacks ist natürlich sehr markant, da Jin natürlich 4 Schüsse braucht, um diese zu erreichen und damit auch einen sehr guten Wert erreicht. Schaut man aber auf den maximalen Wert von 6 Stacks, wird man feststellen, dass du mit dem Rageblade deutlich mehr Schaden zur Verfügung hast. Im Durchschnitt so ungefähr 100 Damage mehr. Vorausgesetzt natürlich, du hast 6 Auto-Attacks gemacht. Das Ganze ist nicht immer garantiert, Jin ist eine Katastrophe und ich musste halt sehr viel Replays erstmal suchen, um zu schauen, okay, wie wird denn das Rageblade eingesetzt und wie effizient ist es denn wirklich? Denn es gilt ja zu sagen, dass man natürlich den AD Wert aufgrund der Tatsache, dass es prozentual an Tours in die Höhe schießen lässt, okay? Das heißt, wenn du dir das Rageblade zum Beispiel als 4 das Item holst, holy shit, dann eskaliert Jin halt komplett. Also dann ist der AD-Wert, den er an sich erreicht, einfach nur absolut insane, was natürlich mit dem 4. Schuss geistesgestört ist, okay? Das Rageblade als 4. Item können wir nicht wegargumentieren. Das ist halt wirklich, wirklich super strong. Die Sache ist also, reicht das Ganze aus und hat er dadurch nicht einen gewissen Verlust, wenn er es zum Beispiel früher holen will? Denn das wird aktuell nicht getan. Jins holen sich Infinity Edge, Rapid Fire bzw. Essence Reaver und Rapid Fire immer vorher, okay? Ich würde jedem davon abraten, das Rageblade zu rushen, okay? Bitte tut es nicht. Ich meine, es kostet 3000 Gold. Das ist absolut erschwinglich. Und auch der Itemweg ist nicht mehr mit dem Zauberstab versehen, sondern nur noch mit dem Buch. Und man muss dazu sagen, dass Jin ja auch die Epi verwerten kann. Ne? Seine Granate scaled damit ganz gut. Du kannst es nutzen. Aber in Combat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das super schwer. Das heißt nicht nur, dass Jin ja an sich sehr verwundbar ist und mit dem 4. Item oder mit dem 3. Item sich eigentlich mehr Utility hätte holen können oder mehr direkten Schaden, weil die Stacks sammeln im Fight, Alter, ich habe halt mehrere Spiele beobachtet, katastrophal. Das ist halt richtig schlimm. Ich meine, Jin ist jetzt nicht für seine Attack Speed bekannt, das weiß einfach jeder, sie ist komplett gleichgerichtet. Und sollte jemand seine Attack Speed lohnen, verliert er legit AD, aber er schießt immer noch gleich. Und die Stacks halten sich noch nicht mal lange. Das bedeutet, eine gewisse Combo zu wagen, wo man sagt, ja, ich hole mir 6 Stacks und dann böller ich mit der Ultimate durch, kannst du vergessen. Okay? Du verlierst die Stacks super schnell und damit natürlich auch einen sehr hohen Grundwert. Denn nach wie vor ist das Rageblade nicht so gut, wenn du 0 Stacks hast. Du musst so 3-4 Stück sammeln, dann fängst du an, die Gegner zu überholen, beziehungsweise das klassische Bild. Und bei 6 Stacks eskalierst du komplett. Diesen Wert aber zu erreichen,
Es ist halt schlimm. Das heißt, am Ende des Tages kann ich sagen, wenn ihr den maximalen Damage-Wert von Jhin haben wollt, gerade wenn noch mehr Multiplayer draufkommen, wie zum Beispiel Schilde oder Attack-Speed durch Luluwe oder so, dann eskaliert er komplett. Dann kommt er wirklich auf gute, konstante, hohe AD-Werte und böllert dich aus dem Leben. Aber der Weg dorthin ist eine absolute Katastrophe. Als drittes Item kann man es machen, als viertes Item würde ich es empfehlen. Aber ich persönlich denke eher, dass Jhin mit Rage-Speed eine gewisse experimentelle Phase hinter sich gebracht hat. Und wenn man aktuell auf Probits schaut, wird man feststellen, dass die Leute es deutlich weniger bauen. Das ist eine Phase, wo man gemerkt hat, oh, das ist ein neues Item, kann man ausprobieren und das finde ich sehr, sehr gut, gerade in der Pro-Szene, dass viel getestet wird. Aber Jhin verlässt sich nun mal nicht so hart auf Autodesk. Gerade der On-Hit-Wert und natürlich auch diese besondere Passive, dass du On-Hit doppelt triggern kannst, ist völlig useless. Also du holst dir Rage Bait wirklich nur wegen dem prozentualen Wert und dafür ist es trotz der hohen Kosteneffizienz zu wenig. Denn diese Effizienz erkaufst du dir mit dem On-Hit-Effekt und nicht ausschließlich mit dem AD-Wert. Gut, im Prinzip soll es das gewesen sein. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, das zu tun. Es ist ein nettes Gimmick und gerade wenn ihr weit vorne seid, dann macht das. Aber je mehr Games ich beobachte, desto eher stelle ich fest, ist eher so mit. Bis dahin soll es aber gewesen sein. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.